Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und wir bauen natürlich gleich wieder weiter und so weiter und so fort. Würde aber grundsätzlich sagen, ich hätte gerne Blobs und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, wie ich an die am besten rankomme, weil rein theoretisch müsste ich erstmal einen Blob Spawn finden, wenn ich mich richtig erinnere. Müssen wir kurz mal gucken, ob wir hier noch was schön reinbauen können, kistenmäßig. Spitzenmäßig habe ich aufgegeben, jetzt gibt es nur noch kistenmäßig. Hohohoho. So. Genau. Ba, ba, ba. Dö, dö, dö. Genau. Wupp, wupp. Eingesammelt. Und ab dafür. Weg damit. Weg damit. Das können wir hier noch verwursten eigentlich. Hier Eisen. Kann das auch da drinnen planen, das ist soweit okay. Hier die Kohle können wir wegpacken. Lapislazu, die können wir wegpacken. Die fertigen Stacks hiervon können wir wegpacken. Glas brauchen wir hier eigentlich auch nicht. So, dann müssen wir kurz schauen, dass wir uns noch Brot organisieren. Und das hier auch vor allen Dingen wieder zurückpacken. Hunger, Hunger, Hunger. Perfekt, so. Da würde ich aber sagen, dann gehen wir mal hier entlang. Weil im Moment ist es noch Lapislazuli technisch, was wir hier suchen. Wobei wir da gar nicht mehr so viel brauchen. Ich denke noch so ein, zwei Vorkommen und dann sind wir soweit, das umzusetzen, was ich eigentlich geplant habe. Muss euch warnen, ich nehme hier gerade unter der Woche während den Bauarbeiten auf, also es könnte durchaus sein, dass sich das mit einigem Gebohre oder Geklopfe, oh, das sollte ich vielleicht nicht wegmachen, zeigen könnte. Hier Leute, wir machen jetzt mal was anderes, wir gehen jetzt gerade mal hoch, holen uns hier das Eisen erst nochmal. Warten, bis es fertig ist und dann machen wir uns neue Eimer oder machen die schon hier unten soweit möglich. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir uns Wasser holen und dann machen wir mal Obsidian und so weiter. Vielleicht können wir mal in die Hölle wetzen. So, das ist soweit okay. Ba, 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 Eimer, da ist doch einer. Wunderbar. Haben wir Eisen hier? Ne, haben wir nicht, aber genug Diamanten. So, dann geht's hier ab hoch. Beziehungsweise wir suchen dann erstmal Wasser. Mehr oder minder. Immer weiter nach oben. Boah, ich sag euch, was bin ich froh, dass ich gerade ein bisschen aufnehmen kann. Das stört mich total, weil das macht mir wirklich irre viel Spaß. Das glaubt man am Anfang gar nicht so, dass es so viel Spaß machen kann, über so eine lange Zeit vor allen Dingen auch. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt, weil wir machen das jetzt auch schon über, ja, ewigst, sage ich jetzt einfach mal, weil anderthalb Jahre ungefähr. Eins platzieren, eins platzieren, das da weg, zack, das da weg. Ne, den können wir eigentlich da lassen, den können wir wegmachen. Eins platzieren, zacki, zack. Genau, und anstatt der Pfeile können wir ja auch noch einen nehmen. So. Weil so wie ich gehört habe in den Kommentaren, kann man, wenn man auf stehende Lava, hier Wasser drauf kippt, Obsidian erzeugen, und das brauchen wir ja letztendlich, um einen Portal in die Hölle zu bauen. Ich denke, das wäre eine ganz coole Angelegenheit. Dass das Grüne da oben, das macht mich immer noch ganz wuschig. Und dann habe ich nämlich auch eine Idee, was wir machen können für das eine Zimmer oben in meinem, in meiner Wohnung. Ja, das können wir machen. Hier muss es irgendwo noch ein Portal geben. Irgendeiner hat hier ein Portal gebaut.
Aber ich glaube, bevor wir in die Hölle gehen, da sollten wir gucken, dass wir unsere Sachen nochmal vorbereiten. Weil ich glaube, man muss ja das andere Portal erst finden oder sowas. Oder wie war das? Oder kommt man an einem Portal raus und kommt wieder rein? Ich erinnere mich gerade nämlich nicht mehr. Ich weiß, das ist nicht praktisch. Bin ich hier falsch? Also ich bin offensichtlich falsch. Das ist schon mal scheiße. Wenn ich das so sage. Rennen wir doch einfach mal. Wenn ich das so sagen darf. Ui, wir haben Besuch. Sehr gut. So, ba 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 ba. Alter, nee, oder? Bin ich im Kreis gelaufen oder was? Ich habe mich verlaufen. Wer baut denn so blöde Löcher in den Stollen? Ich. Wer auch sonst? Herr Gott noch mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Hä? Nee, oder? Also ich war hier offensichtlich schon mal. Oh Gott, eigentlich habe ich ganz andere Sachen geplant gehabt. Was ist hier los? Wo ist mein Essen? Wir verhungern sonst noch. Das will ich natürlich auch nicht hier. Okay, so, hier, Erde und so weiter. Okay. Kriegen das schon irgendwie wieder hin. Keine Angst, Leute. Finden hier wieder raus. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben es gefunden. Oh Gott, danke. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ja, das sieht gut aus. Gleichzeitig glaube ich, dass wir einfach hier einen Pool anlegen sollten. Wo wir uns das Wasser einfach organisieren können. Sozusagen. Wuppdiwupp. Ah, perfekt. Ist ja auch lustig. Vielleicht sollten wir dann lieber gucken, dass wir hier auch Fackeln aufstellen, wenn es dann heißt, oh, jetzt ist gleich dunkel. So, jetzt brauchen wir hier aber unsere Diamanthacke. Und so entwickelt sich die Folge ganz anders als geplant. Eigentlich hatte ich ja geplant, dass wir. Oh, da wurde jemand erschossen. Eben das Lapislazuli finden und abbauen. Aber das ist ja offensichtlich jetzt nicht mehr gegeben. Oh, das ist doch ganz gut, wenn wir das hier in die Ecke reinmachen. Ja, nicht so ganz funktioniert, aber was soll's. Hat überhaupt nicht funktioniert. So. Das hier noch. Eigentlich können wir das mal aufsammeln. Ah, da ist Lava noch drunter, oder wie? Ernsthaft. So, weil nämlich aus diesem Lava, was man da hat, kann man nämlich wunderbar. Bitte sei nicht Lava drunter. Okay, perfekt.
Kann man nämlich wunderbar dingsen, so anstatt Kohle Sachen betreiben, so Brennöfen und so weiter. Und außerdem habe ich eine super Idee damit für die wunderbare, da unten ist tatsächlich Eisen unter der Lava gewesen. Für die wunderbare Ferienanlage, aka unsere Jugendherberge. Wie lange das aber auch dauert, den Kram abzubauen. Na komm, komm. Klops kaputt. Jawohl. Das war nicht so ganz geplant, aber was soll's. Das brauchen wir gar nicht erst wegmachen. Okay, da ist nichts drunter und da ist auch nichts drunter. Wupp. Wupp. Jetzt können wir nämlich da wunderbar die Sachen weiter abbauen. Da ist die Quelle, deswegen fließt er nicht nach hinten. Der Fluss sozusagen. Brauchen wir noch ein Feuerzeug? Wie viel habe ich denn jetzt? 12. Ups. Das wollte ich nicht. Ich denke, 12 müsste eigentlich grundsätzlich reichen. Hier kurz Licht rein. Jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt schütten wir hier den Scheiß hier auch noch voll. Mit Wasser. Und nehmen noch genug Lava mit. Fließt noch nach. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir nämlich mit dem Lapislazuli zusammen. Beziehungsweise, nee, das machen wir nicht. Wo bin ich hier? Da bin ich. Okay, alles klar. Die Lava können wir mal da reinpacken. Das sollte nichts mit passieren eigentlich. Okay, da ist nur eine Fackel gewesen. Das ist auch in Ordnung. Das habe ich dazu nie. Nehmen wir mal kurz hier mit rein. Halt. So, und bauen uns da einen wunderbaren Block oder auch zwei. So. Können wir nämlich das hier wieder wegpacken. Das Eisen nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Und ab dafür. Richtung mein Zuhause. So, los, 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 los. Na komm schon. Ey, wie verrückt manche Leute sind. Die nehmen ihre iPhones und machen da Stative dran ohne Ende und nehmen damit auf. Also das ist ja mal affig. Da hast du ja das Stativ, das ist so riesig. Viel, viel größer natürlich als das iPhone, lustigerweise. Warum nehmen die sich nicht eine anständige Kamera? Oder ist die iPhone-Kamera mittlerweile so gut, dass es keinen Unterschied mehr macht? Könnte natürlich sein, ne? Servus. Ist jetzt quasi live dabei, wenn ich hier Quatsch mache. Alter, kann mir mal einer erklären, was hier abgegangen ist? Was ist denn da los? Was wurde denn da jetzt gemacht? Okay, wir machen jetzt da nichts Besonderes. Sieht einigermaßen ordentlich aus. Grob überblickt, aber das ist ja auch schon wieder ärgerlich. Falls ich dann irgendwie mal was brauche, ist da nichts mehr da, oder was? Fast wie im echten Leben. Interessiert mich nur noch, ob dann jemand nicht vielleicht hier meine Dings kaputt gemacht hat. Meine Tiere.
dann wäre es neben Diebstahl unbefugten Abbauens und beziehungsweise und unbefugten Abbauens gibt es dann die neueste Problematik, und zwar wir haben Mörder unter unseren Zuschauern sozusagen. Tierquäler und Tiertöter. Fände ich nicht so schön. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Wenn, dann bringe ich die selber um. Denn ich habe einen Plan mit den Tieren. Ja, aber da haben wir noch von allem etwas. Das ist in Ordnung soweit. Das ist soweit in Ordnung. Dann sollen die hier erstmal wieder anwachsen, damit wir da wieder alles vormachen können. Servus. Servus kann ich dazu nur sagen. Servus. So, was haben wir denn hier? Machen wir ein bisschen mal das Ganze wohnlicher, würde ich sagen. Und zwar, das hier können wir wegmachen. Zacki, zack. Oder wollen wir das so machen? Doch, das machen wir mal so. Wo haben wir die? Steine. So. Bep, bep, bep. Genau. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Geht sich von der Zeit her eigentlich auch wunderbärlich aus. Muss ich mal sagen. So wie ich die Sachen jetzt gerade plane. Bohren sie da wieder rum. Aber sie trauen sich noch nicht so richtig zu bohren. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht böse in dem Moment. Das machen wir mal. Aber jetzt. Timestamp-mäßig, wo sind wir da? Bei rund 17 Minuten. Müssen wir das tatsächlich so lassen? Ich will es ja nur ein bisschen schicker machen. Weil ich hier letztendlich ja dann auch so ein bisschen Bibliothek und so weiter reinmachen will, was Schönes zum Sitzen und so weiter und so fort. Dass man sich hier sehr gut aufhalten kann. So, das ist soweit in Ordnung. Wie sagen, machen wir noch mal ein Stück weiter. Ups. Ja, das war so nicht geplant. Schön runtergefallen, würde ich sagen. 18 Minuten noch. Hier die Decke noch ein bisschen weg. Das muss ich gleich dann testen, weil die Sache, die ich vorhabe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, in welcher Dimension das Ganze gemacht werden muss. Also wie groß und so weiter. Da bin ich mir keinesfalls mehr sicher. Hier erstmal die Erde weg. Mit Stein auffüllen. So war es eigentlich nicht geplant, aber was soll's. Wupp. Genau, sehr schön, sehr schön. Das ist soweit in Ordnung. Können wir eigentlich hier auch nochmal dann Steine setzen, oder? Hauptsache stimmt von der Symmetrie her. Ah, was mache ich denn da? Leute, gebt mir nichts zum Hacken. Gebt mir nichts zum Hacken. Obwohl, eigentlich können wir das auch so machen, wenn wir hier das noch ein bisschen erweitern. Könnten wir da ja eine Leiter hinbauen, die hier so runtergeht. Okay, also vielleicht nicht unbedingt da, aber hier dann so.
Machen wir das einfach mal. Wir erweitern den Gang jetzt bis hier vorne hin. Hier noch ein bisschen. Das können wir da lassen. Dann machen wir nämlich hier wieder Symmetrie, Symmetrie. Servus, Mert. So, dann würde ich aber sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.